Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Halloween-Tag. Und zwar hat mich die Baumgenie getaggt. Sie hat mir jetzt hier 13 Fragen gestellt, die ich jetzt gleich beantworten werde. Aber zuerst wollte ich noch was sagen. Heute wäre ja eigentlich die angerannte Nunnen-Challenge gekommen. Aber wir hatten gestern keine Zeit zum Aufnehmen und ich wollte jetzt heute eigentlich auch ein Special machen. Ein Halloween-Special. Deswegen wird es die angerannte Nunnen-Challenge erst wieder nächste Woche geben. Also müsst ihr euch noch bis nächste Woche ein bisschen gedulden. Aber ich fange jetzt direkt an mit der ersten Frage des Halloween-Tags. Und zwar lautet die, was willst du an Halloween machen? Also eigentlich mache ich dieses Jahr nicht so viel an Halloween, weil mein Bruder hat Geburtstag und da werden wir natürlich ein bisschen feiern, bisschen abgehen, yo! Und ja, das werde ich dann wahrscheinlich am Halloween-Abend tun. So, zweite Frage. Willst du dich verkleiden? Wenn ja, als was? Nö, also ich verkleide mich ja eh nirgendwo bei keiner Party oder so, aber wenn ich machen würde, würde ich ganz klar als Iron Golem kommen. Also Eisen Golem gibt es natürlich massenweise Kostüme in jedem Geschäft, gibt es 20 Eisen Golem Kostüme, also überragend, überall. Und deswegen hole ich mir da direkt, würde ich mir direkt eins holen natürlich, klar, sicher. Und yo. So, drittens, was hast du als Kind an Halloween gemacht? Ja, das ist ja, ja noch gar nicht so lange her, was meinen die jetzt mit Kind? Fünfjährig oder was? Also, wahrscheinlich meinen sie so, ja, genau, so Kleinkindersachen, ja gut. Da habe ich halt, wie wahrscheinlich jedes Kind, bin ich natürlich von Haus zu Haus gegangen. Und hab natürlich nach Süßigkeiten gefragt, wie es jeder macht. Und am Ende habe ich die ganzen Süßigkeiten gesucht, also auseinandergeschüttet. Und dann haben wir alles aufgeteilt und dann haben wir alles gegessen. War voll lustig. So, vierte Frage. Magst du den Herbst? Ja klar, sicher. Ja gut, es wird jetzt schon wieder kälter. Aber ich habe bald Geburtstag am 26. November. Und das ist natürlich dann schon episch. Wenn ich ja Geburtstag im Herbst, also sonst gibt es ja nichts Besonderes im Herbst, aber es ist das einzig Gute und deswegen mag ich ihn. Yo. So, fünfte Frage. Dekorierst du deine Wohnung / Zimmer ein wenig gruselig? Nö. Nö. Also ich weiß jetzt nicht, was ich da schmücken soll oder dekorieren. Also YOLO sage ich dazu. Muss man ja nichts dekorieren oder so. Sechstens. Spielst du gerne Horror-Games? Wenn ja, welche? Horror-Games, ja, da spiele ich eigentlich nicht so viel Horror-Games, aber ich habe mir letztens Outlast geholt, also das Outlast kennt ihr vielleicht, oder Slender spiele ich auch manchmal, also Outlast und Slender sind eigentlich die einzigen, also eigentlich bin ich so ein Horrorspiel-Fan, bin ich eigentlich gar nicht, aber läuft bei mir eigentlich, so Outlast und Slender spiele ich manchmal, yo. So, was ist dein liebster Horrorfilm? Eigentlich gucke ich gar nicht so viele Horrorfilme, aber natürlich kennt man ein paar, wie Saw oder so, kennt natürlich jeder. Habe ich auch schon geguckt und so, aber eigentlich mag ich es gar nicht. Ah, nee, einen kenne ich noch. Diesen einen, genau. Ah ja, genau. Barbie Nummer 2 im Kino. Barbie, ja. War ich im Kino, oh Gott, ist das so schlimm. Puh, ey, ich bin aus dem Kino gerannt, abgeschrien, oh. Das war übel. Das kann ich euch gar nicht raten. Wenn ihr Barbie seht, rennt weg. Yo. Okay, achte Frage. Vor welchem Film hattest du Angst? Barbie. Nee, also da hatte ich eigentlich. Ich hatte eigentlich doch vor keinem Film so richtig Angst. Also da ist man natürlich kurz erschrocken, aber. Wenn irgendwas passiert, aber dann natürlich nicht Angst oder so. Yo. Okay, neuntens, wirst du dir einen Halloween-Kürbis schnitzen? Wie würde er aussehen? Also erstens, er würde richtig fett sein, dann noch süß, also wird mit Zuckerguss außenrum. Dann wird er ein Iron Golem sein, ein Dickschnicki. Und dann noch, und dann noch so eckig wie so Minecraft-Kürbis, genau. Zehntens, glaubst du an Geister, schwarze Magie, Gläserrücken? Oder sowas. Nö, eigentlich nicht, aber wenn natürlich. Nee, eigentlich nicht. Nee.
So, 11. Wovor hast du Angst? Ja, Angst. Vor Dick Schnicki, nee. Vor Stil habe ich Angst, wenn er süß ist. Jana, wenn sie übel abgeht in Euch, da habe ich schon Angst. Und Stil, wenn ein MCPVP abgeht und mich einfach wegplättet. Und sonst eigentlich nix, yo. So, 12. Warst du schon mal auf einer richtigen Halloween-Party? So, ich wohne ja in einem Dorf und da gibt's ja hier nicht so viel, also da müsste man dann schon ein bisschen länger fahren, wenn man zu so einer Halloween-Party will oder so, aber das bringt eigentlich eh nicht so viel, so eine, sich die ganze Zeit verkleiden und so, also, was bringt es einem, verstehe ich irgendwie nicht so richtig, also, läuft nicht. Also eigentlich war ich da noch nie so auf einer richtigen Halloween-Party, yo. So, 13. Frage. Weißt du die Hintergründe von Halloween? Ja, also nur so halb. Ich glaube, da waren irgendwie... Ist es ja ein Tag, dann ist ja irgendwie so ein... Ich weiß nicht. Was ist dann für ein Tag? Ich weiß nicht mehr. Also, da kommt halt... Am 1. November ist ja irgend so ein Tag. Reformationstag oder so. Nee. Weiß nicht, welcher Tag der ist. Und davor kommt es halt immer. Und deswegen haben die da irgendwie wollten dann... Früher die Leute irgendwie die Geister vertreiben, die dann kommen und so. Und dass die Toten, Dingens. Weiß ich auch nicht richtig. Also, nö. Also auf die Frage, nö. Weißt du die Hintergründe von Halloween? Nö. So, das waren die 13 Fragen, würde ich mal rütteln. Und ich würde sagen, das war's auch schon vom Video. Im Hintergrund habt ihr übrigens eine... The Hero Wine Aufnahme gesehen, als ich Hero Wine war. Mit dem Halloween Texture Pack, also war ganz nice. Und ich würde sagen, wenn euch das Tag-Video gefallen hat und ihr mehr davon wollt, also auch was nicht mit Halloween zu tun hat, dann gebt einfach ein Like und schreibt einfach in die Kommentare, was ihr für Tags, was ihr für Tags wollt oder ob es euch gefallen hat und so weiter. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann würde ich rütteln, bis zum nächsten Video und ciao, Leute!